Anzug wird initialisiert. Lebenserhaltung aktiviert. Schildkinetiksystem online. Scanner beschädigt. Reparatur erforderlich. Luftschub-Jetpack online. Multiwerkzeug und Minenlaser. Einsatzbereit. Benutzerinitialisierung abgeschlossen. Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem Let's Play von No Man's Sky. Jo, das ist das am meisten erwartete Spiel dieses Jahres. Und ja, es sieht doch schon mal relativ beeindruckend aus. Was mich ein bisschen verwirrt ist, dass man sofort in das Spiel hereingeschmissen wird. Aber ja, worum geht's bei No Man's Sky eigentlich? Es geht darum, eine schier unendlich große Galaxie zu erkunden, Lebewesen zu erforschen, Mineralien abzubauen, etc. etc. Und ja, das werden wir wohl machen. Im Gegensatz zu meinen anderen Let's Plays werde ich hier einfach mal die Aufnahme laufen lassen, um den Spielfluss nicht zu stören. Und einfach Hardcuts setzen. Wie gesagt, damit der Spielfluss hier nicht irgendwie zum Stagnieren kommt. Auf jeden Fall haben wir hier definitiv ein paar Aufgaben, wie zum Beispiel Eisen abbauen etc. und unser Raumschiff zu reparieren. Startschubdüse kritisch beschädigt. Drücke Tab, um Inventar zu öffnen. Wichtige Ausrüstung zum Starten und Landen. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen der Schubdüsen Plutonium erforderlich ist. Für die Startprozeduren sind vor der Aktivierung ausreichend Treibstofflevels nötig. Zum Abheben vom Planeten W gedrückt halten, Space gedrückt halten, um die Geschwindigkeitsschub während des Fluges zu aktivieren. Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Karitplatten, 1 von 4 werden benötigt. Also noch 3. Und ja, ich habe mich noch nirgendwo spoilern lassen. Und haben wir schon mal eine Karitplatte. Nun, das hier sind meine Technologien, die ich installieren kann. Naja, gehen wir hier wieder raus. Denn wir müssen uns hier noch ein bisschen umsehen. Und ich wüsste gerne mal, wie die Tastaturbelegung so ist. Steuerung. Bewegen, bewegen, nach oben, nach unten, Interaktion, scannen mit C. Oh wei, oh wei, oh wei. Taschenlampe auf T, Zoom F, Zoom-Maus 2. Naja, gucken wir mal. Scanner kritisch beschädigt. Aha, topografisches Gutachten. Apparat zur planetaren Erkundung. Der nahegelegenen Punkte von Interesse lokalisiert und markiert. Brauche Kohlenstoff. Eisen. Gut, dann sammeln wir einfach mal ein bisschen was. Ja, das ist halt eben eine der Primäraufgaben, die ganze Zeit Sachen zu sammeln. Der Planet sieht schon irgendwie beeindruckend aus, ne? Hätte ich mir nicht vorgestellt, dass ein Alien-Planet so aussehen kann. Da die Galaxie schier unendlich ist, gibt es ein bisschen mehr als zwei Planeten. Und ja. Mal gucken, ob wir es schaffen, die alle zu erkunden. Darum geht's ja. Was haben wir denn hier? Es geht ein bisschen zügiger hier. 33 Eisen, 35 Eisen. Aber ich brauche ja noch Kohlenstoff, also müssen wir uns ein bisschen umgucken. Was haben wir denn hier? Eisen? Genau, nehmen wir einfach mal so viel Eisen mit, wie es geht. Und suchen dann weiter nach Kohlenstoff. Eieieiei. Also auf dem Planeten gibt es nur Eisen, oder verstehe ich da irgendwas falsch? Auch das ist Eisen.
Eisen haben wir denn mittlerweile gesammelt? Wo habe ich mein Inventar? Uhu. Multiwerkzeug. Ah, hier. Exo-Anzug. Ja, doch. 183 von 250 Eisen haben wir bereits. Jetzt müssen wir eigentlich nur Kohlenstoff suchen. Ah, hier. Gut. Ist eine richtig schwierige Geburt. Hi. Gibt es ein Problem, Officer? Anscheinend nicht. Aluminium. Oh. Bei diesem Roboter da, der uns gerade gescannt hat, müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil der sollte. Oh, guck mal, ein Tier. Weil der sorgt halt dafür, dass halt hier nicht zu viel abgebaut wird. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und der kann ein bisschen Stress machen, wenn das drauf anliegt. Was bist du für einer? Seid ihr für Ratten? Na, guck mal her. Na klar, wir brauchen erstmal Kohlenstoff. Von daher. Wie viel Kohlenstoff brauchen wir denn zur Reparatur? Gut. Oh, da ist er wieder. Moment. Nein, wie crafte ich so eine Karibplatte? Das werde ich noch früh genug herausfinden. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? So, jetzt können wir ein bisschen scannen. Was ist denn das für eine Pflanze hier? Ach so. Multiwerkzeug D. Man kann ja das ganze Zeug auch analysieren und scannen und weiß der Geier was. Nee, das ist falsch. Oh, oh, sorry. Ja, Moment. Eins nach dem anderen. Nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Und dann gehen wir mal zurück zu unserem Schiff. Ich glaube, hier auf dem Planeten wird es nicht viel geben, oder? Guck mal, hier gibt es sogar Vögel. Nee, aber wie kann ich euch einscannen? Nee, hier bin ich falsch. Nee, doch, war schon richtig. Steuerung. Scan C. Interaktion E. Scanner wird aufgeladen. Jep, Moment. Würdet ihr bitte stehen bleiben? Nee, die bewegen sich zu schnell, um gescannt zu werden. Und du, mein Kleiner? Bleib doch mal stehen. Ich tu dir nix. Papa tut dir nix, hallo. Ich will dich doch nur einscannen. Hallo. Moment. Bleib doch mal stehen. Moment, wieso mich gleich nochmal? Direkt alles wieder vergessen, ne? Oder mit E? Nee, Moment. Ja, sorry Leute, aber das muss erstmal alles herausgefunden werden. C, Q ist der Nahkampf. F. Ah, wenn ich F gedrückt halte, dann wird hier alles gescannt. Alter, erwachsen, Typ unbestimmt, Temperatur vorsichtig, Oxidelemente. Einfach mal alles erkunden. Bleib doch mal stehen. Die sind einfach zu weit weg. Dich kennen wir ja bereits, ne? Kann ich das Zeug hier auch erkunden? Oh ja, man kann einfach alles analysieren. Guck doch mal, da vorne liegt doch gleich was. Lauter neue Entdeckungen hier.
Frag mich, wie lange es dauern wird, bis andere Spieler das von mir entdeckte Zeug finden werden. Nee, hier kann ich nichts scannen. Was haben wir denn da? Beschädigte Maschinerie. Eine Technologie entdeckt. Impulsdüse. Ist ja nett. Dafür brauchen wir Nickel, Tamium 9, Neutrino-Modul. Aha. Faszinierende Perle. Oh, was weiteres neu entdeckt. Komm mal mit. Kohlenstoff kann man ja nie genug haben, genauso wie Eisen. Ja, das zieht sich hier alles am Anfang besonders. Bis man hier alles eingesammelt hat, alles gescannt hat. Ich hab ja bereits entdeckt. Ja, ich wünschte, du würdest mich nicht alle 5 Sekunden daran erinnern. Hat da gerade jemand gehechelt? Hallo. Ja, um das um den unangelösten Gegenstand werden wir uns auch noch kümmern. Das ist halt dieses Pre-Order-Gerät. Hab ich bereits. Naja, kann man ja schon mal einpacken, ne? Was ist denn da hinten? Moment, das kennst du was? Das kenne ich doch gleich mal mit. Es scheint aber nichts Interessantes zu geben. Und ja, bist du mal ein bisschen leiser? Ja, ein Jetpack hat man auch. Oh, au, 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 aber der hält nicht besonders lang. Ankunft. Eine Minute dauert es, dahin zu laufen. Ich glaube, hier in dem Gebiet haben wir ja so ziemlich alles entdeckt. Die ganzen Pflanzen und Tiere und Planeten kann man ja auch umbenennen. Wie man lustig ist. Ich ahne... Oh, oh. Was brauche ich, um den Strahlungsschutz wieder aufzufüllen? Zink. Oh. Dann... Nix wie zurück zum Schiff. Das ist ja... Oh, guck mal. Hi. Bleib doch mal stehen. Bleib einfach mal stehen. Hallo. Gut, du willst dich nicht analysieren lassen, ich verstehe schon. Ah, jetzt. Juhu, 200 Units wurden auf mein Konto eingefügt, hinzugefügt. Und wir haben Platin gefunden. Nicht schlecht. Ach, da oben ist mein Raumschiff. Oh, oh, ab nach Hause. Nee, nee, nee. Da drin sollte ich sicher sein, oder? So, können wir jetzt irgendetwas reparieren? Wunderbar, dass jetzt ausgerechnet das Telefon klingelt. Nein, ich werde da nicht herangehen. Wobei, Moment, ich pausiere mal kurz die Aufnahme. So, weiter geht's. Und wer klar im Vorteil ist, wird da unten sehen können, Produkt herstellen mit E. Also machen wir das einfach mal. Und da können wir jetzt so eine Karitplatte herstellen. Und stellen direkt noch 2 weitere her. Genau. Und die können wir jetzt hier reinbauen. Juhu. So können wir jetzt wieder aussteigen. Was brauchen wir eigentlich noch? Diese ganzen Störgeräusche hier, ne? Die machen mich doch ein bisschen nervös. Notrufsignal, aha. Die Realität scheint sich zusammenzufalten. In einem Augenblick sehe ich Trümmer, in anderen eine riesige rote Kugel. Fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig.
viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich gerade erwacht und noch benommen manipuliert? Ein Name brennt sich in mein Verstand ein. Atlas. Und eine Bitte, wortlos geäußert. Ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen, der Atlas, für mich bereithält. Ich glaube, das ist jetzt so eine Art Tutorial, oder? Na gut. Machen wir. Ich spüre, wie mich das warme Gefühl der Anerkennung erfüllt. Ich war verloren, doch nun wurde ich gefunden. Der Atlas weiß... Oh. Ich hoffe, ihr konntet das wenigstens zu Ende lesen. Naja, könnt ihr noch etwas pausieren. Und hier liegt ja noch etwas. Frachtabwurf. Und das Spiel ist mir persönlich gesagt etwas zu laut. Option. Zurück. Deckung. Da können wir schon mal gucken, was wir alles entdeckt haben. Umbenennen X und hochladen. Ja. Könnte man machen. Die Frage ist nur, was für einen Namen gebe ich dem Zeug alles? Auf jeden Fall fürs Hochladen bekomme ich Units. Alles klar. Dann brauche ich nur noch einfach komische Namen. Ich weiß nicht, ob ich das offscreen machen werde oder weiß der Geier was. Vielleicht benenne ich alles einfach noch meinen Abonnenten um. Wer weiß das schon. Mal gucken. Auf jeden Fall zurück. Atlas Pass V1 erforderlich. Faszinierende Perle. Technologie entdeckt. Beschleunigtes Feuern, Sigma, Photonenkanone, Begleiteinheit. Die Feuerrate der Photonenkanone wird erhöht. Na, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Ist hier noch mehr? Nee, Moment mal, was brauchen wir jetzt eigentlich alles noch? Geh mal da wieder rein. Da drin für... Heridium, Karitplatten, Zink. Alles klar. Und wir brauchen Plutonium. Für die Startschubdüse. Weißt du was, das ganze Zeug, was wir bisher gefunden haben, könnten wir ins Schiff übertragen. Damit wir hier mit einem leeren Inventar rumlaufen. Moment. So, na guck mal. Da hinten ist ein Heridium-Vorkommen. Das sollten wir uns definitiv mal holen. Und vielleicht zwischendurch was kennen. Habe ich bereits entdeckt. Oh. Oh oh. Isotop. Alles klar, müssen wir Isotope suchen. Moment. Habe ich hier irgendwelche Isotope? Ja, das passiert, wenn man die ganze Zeit um sich herumballert, ne? Nun gut, wir werden schon was finden. Was haben wir denn da unten? Au. Au, au, au. Flora. Mein Strahlungslevel fällt. Cool.